Ey, die Girls hier sind das verrückt, Alter. Wir fahren auch nach Vegas, wir fahren in den Sahel. Ich glaube, wir werden eine Menge Spaß haben heute in Vegas. Vegas, Baby! Oh, was geht ab, Freunde? Wir sind jetzt in Vegas, gerade angekommen, im Hotel eingecheckt. Jetzt geht's direkt in den Club. Wir sind schon spät dran. Wir haben jetzt 23 Uhr. Wir gehen in den Club von 50 Cent. Ja, der soll gut sein. Der ist da. Let's go. Bälle ist auf mein Glück versucht hier bei so einer Slotmaschine $100 reingeschmissen. Ja, jetzt habe ich noch $21. Muss ich irgendwie wieder reinholen, das Geld auf jeden Fall. Ab zum nächsten Casino. Hi, wir sind hier in Las Vegas mit meinen Freunden. Ja, wen trifft man hier? Man glaubt es nicht. Den Boss, Kollege. Was ist hier los? Unfassbar. Wir werden heute auf jeden Fall noch einiges verzocken. Ich habe gestern beim Poker übrigens noch 1-2 gemacht. Und ich werde die heute nochmal auf jeden Fall verdreifachen mit den Jungs. Immer schön ins Caesars Palace. Wunderbar. So wird es so gut sein. Ja, was geht ab, Freunde, mit dem Hotel Tropicana hier in Las Vegas? Wir haben Sonntag, wir haben gestern ordentlich gefeiert wieder. Jo, Freunde, wir sind jetzt aus Las Vegas, also raus. Die Taschen sind nämlich leer. Wir haben keine Kohle mehr zum Verzocken. Wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt. Wir sind jetzt gerade durch die Mojave-Wüste gefahren. Wir fahren immer noch durch. Gerade durch Death Valley gefahren. Kennt man aus Filmen. Mojave-Wüste, ihr kennt bestimmt diese Sonnenbrille, diese Verspiegelung aus den Ami-Filmen, die immer diese Highway-Cops sind. Danach sind die benannt auf dieser Wüste hier. Und ich schwöre, hier sieht alles aus wie im Film. Wir waren gerade hier in dieser Tankstelle drin. Da stehen auch immer diese Diners rum. Also ich will das alles empfehlen. Wir fahren jetzt weiter nach Corona, besuchen ein paar Freunde von mir. Und ihr wisst Bescheid, mein Album kommt. Und dann ist es auf jeden Fall vorbei. Wird die Mojave-Wüste brennen. Ja, Freunde, wir sind jetzt hier immer noch in Kalifornien, an Laguna Beach. Und wir sind gerade ein bisschen am Ballen. Der Sneak versucht jetzt mal ein Dreier. Er ist ein bisschen außer Form. Aber ich glaube, er wird es noch schaffen.
Ja, Freunde, Laguna Beach, muss ich ganz klar sagen, sind auf jeden Fall die krassesten Wellen auf der Welt. Die haben so eine Power. Die haben mir gerade meine Christian Dior Sonnenbrille für 5000 Euro einfach weggerissen. Ist weg im Ozean, aber scheißegal, denn ich mache demnächst wieder ordentlich Cash, wenn ich auf Tour gehe. Ja? Da müsst ihr übrigens dabei sein. Ich komme wieder auf den Abstecher nach Deutschland im Oktober. Ich kaufe mir jetzt erstmal eine neue Sonnenbrille hier im in der Sunglass Gallery. Und, ja, dann springe ich schon mal ins Wasser, warum nicht? Ist egal. Ja, Freunde, wir sind jetzt hier ein bisschen am Ballen, auf jeden Fall in Kalifornien und ja, Slip hat Slamland hier gemacht, wie sich das gehört. Hat ordentlich Eindruck gemacht hier bei den Afroamerikanern. Und ich bin mit meinem Freund Omar hier. Und er ist auf jeden Fall ein gutes Talent, ein sehr gutes Talent. Er wird hier alles noch übernehmen. Ballen. We're just chilling here at Corona, California, 24 Hour Fitness. Kollega came out here to shoot a video in Los Angeles and staying at my house for a couple nights, having fun out here, getting our workout on. Yeah. Jung, alles klar. Letzte Nacht, Kollege am Start, alle da, letzte Nacht hier in LA. Leider war ich nicht dabei in Vegas, aber muss eine gute Sache gewesen sein. Deshalb bin ich jetzt gerade noch hier, um den Boston ein bisschen beim Supershot zu dominieren quasi so. Zumindest mehr oder weniger. Gute Zeit gehabt auf jeden Fall. Nice, dass ihr am Start wart. So. Legalisierung ist gut hier. Kalifornien, alles am Start, was wir brauchen. Würde ich mal sagen. Aus der Apotheke? Aus der Apotheke, ja. Wie es abläuft. Ja, man quasi, wenn du so leichte Liierungen hast, dann muss man halt zum Arzt gehen und man muss sich das halt verschreiben lassen und dann halt so auf Amsterdamer Qualität dann in der Apotheke quasi abholen und um sich um seine Schmerzen zu kümmern. So ein bisschen, aber ist ja auch verständlich. So, gibst du denn jetzt einfach mal so ein Gefühl von 30 Jahren? Gefühl, also ist auf jeden Fall immer gut dabei gewesen. Ja, und das Ding ist einfach, du hast ja aber trotzdem eine geile Qualität, dass du kriegst jetzt so kleinen Blüschen, ja, kriegst das nach Hause, aber das ist so von 30 her ungefähr genau wie in Deutschland. Ja, und du hast immer die geile Ware. Und das Ding ist einfach, in Deutschland, klar, mal ist der Ticker nicht erreichbar und der andere auch nicht und dann sitzt du auf dem Trockenen. Das hast du halt hier in den Staaten nicht. Ja? Du bist also quasi immer versorgt. Ja, aber überhaupt schon die Vorstellung, jetzt noch irgendwie auf einen Ticker irgendwo zu warten oder so. Hätte überhaupt keinen, kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Das ist quasi wirklich so, egal, tags oder nachts, hier gibt es, ich glaube, 800 von den Apotheken in der Stadt und du kannst dir aussuchen, wo du hingehst. Preise sind gut, Qualität ist lecker, so, also, ne, Amsterdam, tschö. Er weiß auf jeden Fall, was von der Rede. Ich meine, ich habe das durchaus auch jahrelang vertickt. Ich kenne mich ein bisschen aus. Ich war nie so der Nettoprogrammierer. Aber ich habe mal dran geschnuppert, was der so da hat. Ich muss sagen, ey, Freunde, besser, beste Qualität überhaupt. Ja, der Boss war überzeugt. Und wenn der Boss überzeugt ist, dann kann es schon mal nicht schlecht sein. So, deshalb, ich werde jetzt, glaube ich, auch gleich mal so um die Ecke gehen und nochmal kurz so einen zudrehen, sozusagen. Also, weil als Abschied jetzt hier für den Boss und für die ganze Crew hier in L.A., Vegas, war eine geile Zeit, so. Leider geht es schon wieder zu Ende. Ihr könnt zurück in den Regen, ich bleibe in der Sonne und... Wir kommen bald wieder auf jeden Fall. Wir bleiben nicht zu lange in Deutschland, wir müssen wieder, ich muss wieder nach Vegas. Wir waren nur 3 Tage in Vegas, das müssen wir uns mal vorstellen. Wir müssen normalerweise einen Monat, um da mal alles zu sehen. Ganz klar. Ja, ich hab in den 3 Tagen Vegas habe ich ungefähr 3 Stunden geschlafen, weil du kommst einfach nicht zum Schlafen. Du sitzt am Pokertisch, ey, du merkst nicht, wie die Zeit vergeht, weil die ballert dich mit diesem Oxygen, mit diesem Sauerstoff so zu. Alter, egal, du bist offen, du bist egal, wie du schmeißt, du bleibst wach. Du stehst dir das einfach das Ding, so, du zockst, du zockst. Und du musst immer nach Kohle verdienen. Ja, also wenn man nach Vegas geht und mit mehr Geld zurückkommt, als man hingefahren ist, dann weiß man, dass man was richtig gemacht hat, oder? So machen wir es. Alex, ein bisschen was verloren, ja, wir wollen ja nicht mal Zahn nehmen. Aber aber hier gut repräsentiert, Vegas, Jung, MGM, wir waren all in guten Clubs drin, weißt du, Tao, Marquis, Junge, ihr habt's gut gemacht, ihr hart gemacht das. Wie oft warst du schon in Vegas? Ja, wie gesagt, so, ich meine, 6 Jahre in L.A., würde ich sagen, ich fahre jeden Tag, jedes Jahr so zwischen 5 und 10 Mal hin, also schon so locker 20 Mal, würde ich sagen. So, schon ein paar gute Geschichten habe ich erlebt, ein paar, wie gesagt, what happens in Vegas stays in Vegas, das heißt, kann man natürlich nicht über alles reden, so, weißt du, weil man hat ja eine Familie zu Hause, so, weißt du. Richtig, richtig. Ja, gute Geschichten gibt's, aber was ist die beste Geschichte, habe ich von euch?
euch gehört. So. Also was ich jetzt dieses Wochenende da gezogen habe, ist schon ein bisschen zu hart. So ein bisschen zu viel. Also man kann sogar übertreiben. Ja Mann, ey, übrigens heiß in dem Laden ist es hier. Junge, was zurück morgen? Regen? Habe ich schon gesehen. Düsseldorf? Düsseldorf zurück morgen Regen. Und ich werde euch dann Facebook irgendwie von der Sonne, vom Strand her, schicke ich euch ein Foto und ein Hallo, weißt du, zum Boss und zur ganzen Crew. Selfmade Baby. So sieht das aus. Selfmade Baby. Yeah. Egal, wir kommen bald wieder. Peace. Das ist nicht, was ich erzähle, Alter. Ich sitze hier, ich habe Bauchschmerzen wie noch nie. Und bei diesem scheiß In-N-Out Burger, ich habe fünf Stück von diesen Double-Doubles gegessen. Double-Doubles. Ihr müsst euch vorstellen, eine Scheibe ist so dick wie so zwei normale Hamburger von Mc's. Das heißt, in einem sind so vier normale Hamburger Scheiben von Mc's drin. Davon habe ich fünf gefressen. Das sind 20 Burger, Alter. Mir geht's so scheiße. Danach hab ich noch so 500 Gramm Mandeln gefressen, Alter. Junge, ich bin am Arsch. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich wusste. Der scheiß Inder meinte noch, oh, you guys want some good burgers? Verflucht, Alter. Hi, hi. Ist echt am Zug. Geh mal hin. Wer weiß, was du in mir irgendwo reinhaut, oder Schmerzen oder so. Leben riskieren. Für Blocks. Are you alright? You got out of jail now? Yeah, right now, look at me. See? They just released me right now. But where's the jail? The jail is right down the street here. And they let you walk? Yeah. But they don't give you a gap? They don't give you a drip? Okay. Are you interviewing me, really? No, nah. They let me out here like this, right? Yeah. It's crazy. Yeah. I couldn't believe it, but they said, well, at least you're free. You know what I mean? For real? Yeah. That's bad, man. So you guys are from Germany?